Ja, wir haben ein großes Sortiment an Gewand. Wir müssen ja für jede Wetterkapriole bereit sein. Aber wir haben von bis, also von Thermosocke bis Thermotrikot, natürlich auch von der Sommersocke bis zum Sommertrikot alles dabei. Ja, wir haben vor allem erstmal die Unterschiede in der Temperatur, also sehr leichte, kühlende Sachen für den Sommer oder die Hitze, Übergangsbekleidung und dann Winter- oder Regenbekleidung, die in erster Linie warm oder trocken halten sollen, wenn das Wetter ganz schlimm ist. Dann versuchen wir natürlich, jedes Kleidungsstück so eng und passgenau wie möglich zu schneidern, dass es möglichst wenig Windwiderstand hat. Ja, im Zeitfahren haben wir nur Einteiler, die ganz kompromisslos auf Aerodynamik geschneidert sind, um da nochmal das letzte bisschen rauszuholen. Das sind einmal die Fasern. Da gibt es verschiedene, die mehr oder weniger Wasser aufnehmen. Also wenn sie ein bisschen mehr Wasser aufnehmen, ist es ganz gut für die Kühlung, was dann wiederum im Regen halt schlecht wäre. Da sollten es dann die Fasern sein, die gar kein Wasser aufnehmen. Und dann halt die Webart oder die Struktur, wie dick sie sind, wie viele Luftpolster. Ja, es wird immer weiter mit der Optimierung gearbeitet, dass die Bandbreite eigentlich immer schmaler wird oder das Optimum definierter ist. Also dass die Unterwäsche von 5 bis 10 oder 15 Grad oder drüber dann wieder andere. Es gibt halt durchaus auch Unterwäsche, die eher für 25 bis 30 Grad geeignet ist, weil sie mehr kühlt, als wenn man nichts drunter hätte. Das sind vielleicht Dinge, die man nicht so sieht. Das Trikot oben kann man ja noch im Fernsehen sehen.